Die Neuzugänge für den April 2018 an fantastischen Büchern. Damit der Zug nicht so viel Verspätung hat, wir sind nicht bei der Deutschen Bahn, fange ich auch relativ sofort direkt an mit dem ersten Buch. Das ist von Jeff Vandermeer und nennt sich Auslöschung. Der erste Teil der sogenannten Southern Reach Trilogie. Nachdem ich Born von Vandermeer gelesen habe, dachte ich, von dem muss ich mehr lesen. Und dazu gibt es jetzt den Klappentext. Nicht zu Born, sondern zu Auslöschung. Seit ein mysteriöses Ereignis vor mehr als 30 Jahren das Gebiet erschütterte, ist Area X von einer unsichtbaren Grenze umgeben. Niemand weiß genau, was dahinter geschieht. Aber es gibt Gerüchte von einer sich verändernden und die Reste der menschlichen Zivilisation überwuchernden Natur, die ebenso makellos wie bedrohlich ist. Das nächste ist Boschs Vermächtnis. Das ist eine Anthologie von Christian von Aster als Herausgeber, der selber Geschichten beigesteuert hat. Geschichten aus dem Garten der Lüste, wie es heißt. Ich bin mal sehr gespannt. Isa Theobald, Sonja Rüther und viele andere, auch Lucy von Ork, steuern dazu Geschichten bei. 32 Autoren haben hier Geschichten, wie es heißt, zwischen Schrecken und Wahrheit, Glaube und Ketzerei veröffentlicht. Das nächste ist Oliver Plaschka, Fairwater. Das ist, glaube ich, nicht ganz neu, ist aber neu als Taschenbuch herausgegeben worden. Hier geht es um eine Gerichtsreporterin, die zu der Beerdigung eines alten Freundes in die Stadt Fairwater fährt und dabei feststellen muss, dass es ganz viele Sachen gibt, an die sie vor einigen Tagen noch nicht geglaubt hat. Also geheimnisvoll und etwas sagenumwoben. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Schatten des Baumes von Piers Anthony ist ein Horrorroman. Den habe ich allerdings schon gelesen und werde meine Meinung dazu auch nochmal kundtun. Um was es da so wirklich geht, ist relativ kurz erzählt. Es geht eben um das, was im Schatten des Baumes lebt und vielleicht auch nicht lebt, aber zumindest existiert. Und eine kleine Familie zieht in diese alte Hütte, die unter diesem Baum steht. Und ja, dann geht es angeblich richtig los. Dazu gibt es demnächst allerdings tatsächlich noch eine Rezension, wie gruselig und spannend das war, dieses angebliche Horrorbuch. Mal sehen. Die Sieben Pfeifer von Amber Benson und Christopher Golden ist eher eine Novelle als ein Roman, das muss man ganz klar sagen. Es hat keine 200 Seiten und beschäftigt sich mit dem alten Mythos The Wild Hunt, die wilde Jagd, wo es um sieben Hunde geht. Und wenn diese sieben Hunde alle zusammentreffen, dann passiert was Schreckliches. Auch das habe ich schon gelesen. Auch zu diesem Buch wird es demnächst eine Rezension geben. Das letzte Buch mag der ein oder andere kennen. Es ist nämlich Sweeney Todd, der dämonische Barbier der Fleet Street. Das wurde mehrfach verfilmt und es gibt auch ein Musical mit Johnny Depp. Ist ein ziemlich alter amerikanischer, man kann fast sagen Klassiker, wo es um diesen sonderbaren Barbier geht, also eine Art Haareschneider, Zähnezieher, was auch immer, der aber gleichzeitig Mörder ist und seine ermordeten Leichen nebenan in das Pie-Geschäft gibt. Rein fiktiv, diese Ausgabe aus der Edition Fantasia ist etwas aufwendiger und ich bin sehr gespannt, weil ich kenne die Geschichte, die kommt einem immer wieder mal unter, ich habe sie aber noch nie gelesen, jetzt bin ich mal gespannt drauf. Das war's, Licht aus, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Demnächst gibt's wieder mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen April und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!